Finden Sie vom Datenchaos zum Datenschatz. Erfahren Sie, wie eine gelungene Datenstrategie Ihren Unternehmenserfolg nachhaltig steigert. Einblicke, Erfahrungswerte und Tipps gibt es von den Datenexperten Michael Jungschläger und Sven Göllner. Wo man vielleicht auch mal um die Ecke denken muss. Mit großer Wirkung. Eine gute Sache. Bereit zum Durchstarten? Wertgeschätzt, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Wertgeschätzt-Podcasts. Und zwar ist es diesmal ja die zweite Folge unserer Weihnachtsreihe. Ich hoffe, ihr habt die erste gestern schon gehört, da wo wir den Rückblick gewagt haben und Sven und ich drüber gesprochen haben, was wir dieses Jahr alles so erreicht haben. Wenn nicht, gerne anhören. Ich denke, es lohnt sich. Aber wie dort auch angekündigt, wollen wir jetzt mal in die Zukunft schauen und mal philosophieren, was das Jahr 2023 bereithält. Hallo Sven erstmal. Hallo Michael. Na du, wie war denn euer Weihnachtsessen? Viel, wie es halt so ist. Ne? Also sehr, sehr lecker, aber auch natürlich reichlich. Also Weihnachten ist ja immer so mein Fall, wo ich gerne zuschlage. Mit 2-3 Kilo, wenn man rausgehst. Ja, gut, ne? Man hat ja auch Ziele, ne? Also definitiv. Warum auch nicht? Da sollte man sich schon was gönnen. Ja, bei euch? Ja, wie das halt so ist, ne? Man isst dann mehr, als man sollte. Aber ich habe mich ja vor Weihnachten, ich mache es ja immer so, dass die guten Vorsätze nicht erst nach Silvester sind, sondern ich habe mich jetzt für einen Fitnesskurs angemeldet, hier bei uns direkt um die Ecke, okay. Wo eine Kombi ist zwischen Boxen und Functional Fitness. Na, dann kannst du ja richtig zuschlagen jetzt. Das ist ja definitiv zu kurz gekommen, muss man einfach sagen, dass man es nicht geschafft hat, kontinuierlich mal dran zu bleiben und Kondition wieder aufzubauen. Das hat mich echt genervt und jetzt habe ich es einfach vorher gemacht und das ziehe ich jetzt einfach definitiv durch und passt ganz gut, weil es direkt um die Ecke bei uns und die Idee dahinter, Functional Fitness mit Boxen und alles, was dazu gehört, passt ganz gut. Dann ist dein Trend 2023 ja schon mal ganz klar. Nicht schlecht. Was haben wir denn sonst noch so am Markt? Was glaubst du, wird uns denn nächstes Jahr begleiten im Datenumfeld Business Intelligence? Hast du da irgendwas? Ja, es gibt ja einmal die klassischen Trends à la Gartner und Co. Da würde ich mich aber jetzt nicht drauf beziehen, weil das ist ja deren Meinung, was funktioniert. Ich würde eher mal gucken, was wir als Trend 2023 sehen aufgrund der aktuellen Situation. Und, ich könnte ja mal ein paar Technologien oder ein paar Ideen mal reinwerfen und du gibst mal eine Meinung ab. Was hältst du davon? Ja, schieß los. Was sagst du denn zu dem Thema Low-Code-Plattform und im Kontext des Fachkräftemangels? Ja, das habe ich eine klare Meinung zu. Also ich glaube, die Low-Code-Plattform kann halt wirklich die Antwort sein auf den Fachkräftemangel in unserem Umfeld. Also was meine ich da konkret? Wenn ich so gut unterstützt werde, wenn das Tool mich tatsächlich so gut unterstützt, dass ich auch als Quereinsteiger, Fachfremder nicht ganz so tief, also wirklich tief in der Materie drin stecke, um alles vom Scratch auf neu entwickle, dann kann ich genau mit der Low-Code-Plattform meine Ziele umsetzen, kriege ich aber auch den Speed drauf. Ich habe eine gleichbleibende Qualität und ich glaube, das kann tatsächlich für einige nochmal ein Gamechanger sein, wenn man es einsetzt. Und einzelne Unternehmen auch wirklich voranbringen. Also von daher glaube ich, das ist ein Trend, der wird uns begleiten. Da bin ich bei dir. Aber ich glaube auch, der bringt einen extremen Mehrwert. Naja, dann werden wir aber zwei Fronten haben. Es gibt ja immer noch die Experten, die sagen, wir bauen solche Datenplattformen, ich nenne sie jetzt mal Datenplattformen, eigenständig auf. Das heißt, mit den Bordmitteln von Microsoft oder Amazon, wie sie alle heißen, es gibt ja dann noch mehr. Den will ich auch nicht wegnehmen. Das können sie auch gerne weitermachen. Ja. Also wer alles super kann und meint oder davon überzeugt ist, dass er auch durch die Individualität eine höhere oder seine Individualität nur da ausleben kann, soll das ja gerne so machen. Allerdings, wenn man die Projekte guckt, die es tatsächlich gut können, sind ja auch rar gesät. Also wenn wir jetzt mal auf den Gesamtmarkt gucken, glaube ich, gibt es da sehr, sehr viel Potenzial, wo eine Low-Code-Plattform der bessere Ansatz gewesen wäre oder der bessere Ansatz sein wird. Ja, sehe ich genauso. Und einen großen Vorteil, den Unternehmen haben, ist, wenn sie mal in den inneren Reihen schauen und mal gucken, ob es da nicht Personen gibt, die Lust auf das Thema haben, weil die könnte man nämlich auf der Basis ausbilden. Ohne, dass sie jetzt das Data Warehouse Know-how oder BI Know-how haben, sondern die kann man heranführen und die können natürlich mit so einer Plattform
sehr, sehr schnell in die Umsetzung kommen, weil die Plattform gibt halt bestimmte Regeln vor, Designregeln, wie man bestimmte Datenmodelle aufbaut. Und das sehe ich als großen Vorteil, weil viele haben einfach Angst, wenn wir mit in den Gesprächen sind mit potenziellen Kunden, dann ist ja meistens immer das Thema wieder ein IT-Projekt. Gerade, also der Klassiker ist, du sprichst mit denen und die erzählen dir, die führen gerade ein ERP-System ein von so einem großen Hersteller mit drei Buchstaben. Das ist halt oder migrieren, ja. Oder migrieren. Dann ist das halt ein Thema, was nicht in 2-3 Monaten abgeschlossen ist. Und wenn man dann halt mit einem Datenthema kommt, dann ist im Hinterkopf irgendwie, warum auch immer, oh, das ist wieder so ein dicker Brummer, so ein Tanker, den wir da machen müssen. Und deswegen sind die da erstmal verhalten. Und da diese Aufklärung hinzubekommen, zu sagen, nee, das müsst ihr gar nicht sagen. Wir können ja anwendungsgetrieben kleine also Anwendungsfälle, sogenannte Use Cases, uns aussuchen. Und dann können wir sehr, sehr schnelle Erfolge auch aufzeigen. Das ist, glaube ich, wirklich ein Trend, den sollten die Unternehmen sich zumindest mal anschauen oder mal in einen Vergleich ziehen. Also wirklich mal einen Vergleich zwischen Make or Buy. Also wo komme ich denn mit der anderen, also mit welcher Variante komme ich denn schneller ans Ziel? Also aus Kosten- und Nutzenaspekten. Das, finde ich, ist ein Trend für 2023, den wir mitgeben. Ja, wobei nicht nur schneller, also ich finde es auch die Qualität entscheidend. Also schneller, ja, aber auch bei gleichbleibender Qualität. Das ist ja auch nochmal entscheidend. Also finde ich ein wichtiger Punkt. Das kritisch, was ich da dieses Jahr gesehen habe, was da aufgebaut wird und in manchen Bereichen oder Branchen, also erschütternd, wie viele Leute da dran sitzen und man sich dann feiert, dass man irgendwie über Tausende von Datenjobs gebaut hat und zigtausende Tabellen. Und der Fachbereich hat noch nichts, ne? Das heißt, du hast das Fundament unten gebaut und weißt noch gar nicht, ob das Haus da drauf stehen kann, weil der Fachbereich noch gar nicht die Möglichkeit hatte, mit diesen Daten zu arbeiten oder beziehungsweise er erstmal die Übersetzung vornehmen muss und zwar eigenständig. Das finde ich passt nicht mehr zur Zeit. Das ist für mich ein absoluter Rückschritt, den wir da gerade sehen. Klar, die Unternehmen können sich das leisten, weil die meistens im Konzernbereich sind. Die haben das Budget, die haben auch die Leute dafür. Aber ich sehe das immer so, dass der Endkunde, der dann die Produkte bei denen kauft, der zahlt das ja alles mit. Also das ist ja, finde ich, nicht gut. Ja, das stimmt. Ja. Nee, also da bin ich auf jeden Fall bei dir. Das wird ein Trend sein, der kommt. Digitale Produkte. Digitale Produkte, ja. Da bin ich jetzt natürlich ein bisschen voreingenommen. Aber ja, ich glaube auch, dass digitale Produkte nächstes Jahr verstärkt kommen werden. Also was meinen wir mit digitalen Produkten? Also für mich ist, was ist ein digitales Produkt? Halt etwas, was, also vielleicht auch eine Beratung, die ich dann geschafft habe zu digitalisieren, wo ich nicht mehr mit dem Kunden 1:1 sprechen muss, sondern wo ich es geschafft habe, diese Beratung so digital abzulegen, dass der Kunde on demand quasi die Beratung abrufen kann. So, und ich glaube, das wird auch verstärkt eingesetzt werden, beziehungsweise der Kunde wird es verstärkt fordern. Weil wir sehen ja auch, wie schwierig es ist, wenn du jetzt Schulungen gibst, die ganzen Fachbereiche oder alle Leute dann an diesem Tag dort irgendwo vor Ort zu organisieren, Hotelübernachtung und. Und das, dafür sind die Leute einfach zurzeit so zugetaktet. Und ich glaube, die Flexibilität will man zukünftig einfach haben, zu sagen, ich möchte ein Portal. Wir sehen es ja auch häufig bei den Online-Marketingern, muss man ja auch dazu sagen, dass das stark eingesetzt wird. Und ich glaube, das wird auch im Datenbereich Einzug finden. Ja, das ist, fand ich auch, wenn man jetzt rückblickend auf das letzte Jahr, es hat uns ja schon getroffen, dass die Verfügbarkeit, also die Verfügbarkeit der Teams war ja schon eine andere. Also man, also ja, die letzten 2 Jahre sogar, ne? Tatsächlich. Ja, also da war es ja wirklich sehr, sehr einfach, ne? Man war beim Kunden vor Ort, man hat die Leute vor Ort angetroffen, man hat ein ganz normales Projekt geplant, hat Termine gehabt. Durch Krankheitsfälle, durch die Homeoffice-Regelungen war es wirklich sehr, sehr schwierig an die Personenkreise. Und man merkt einfach, dass die Kunden auch wirklich getaktet sind. Also von einem Termin zum nächsten. Man hat ja gar keine Möglichkeit mehr, mal in Ruhe beim Kaffee über bestimmte Themen zu sprechen. Und das war auch für uns, da können wir ja gleich auch, wenn wir berichten, was gibt es Neues, ein Punkt, wo wir gesagt haben, auch wir als Software ausbauen, neben unserer Software, was ja auch schon digital ist, aber wir bieten zukünftig eine Leistung an, die wirklich nochmal einen digitalen Aspekt hat, wo aber der Kunde trotzdem am meisten von hat, finde ich. Also, aber es gibt ja noch den anderen Weg, ne? Das ist ja das, wo du jetzt drauf geguckt hast, war ja eher bei uns innen. Aber digitale Produkte kann natürlich auch sein, was kann das Unternehmen im Rahmen einer Datenstrategie mit seinen Daten anfangen und wie können diese Daten vermarktet werden, ne? Also war ja auch unterschiedlich. Okay, genau. Ich hatte jetzt einen Blick nach innen. Aber klar, aus Kundensicht
wird das auch immer wichtiger werden, keine Frage. Also es hat ja, also der Trend zeichnet sich halt, finde ich, auch die letzten 2 Jahre ab. Du musst einfach schauen, dass du, wenn du jetzt auch ein produzierendes Unternehmen bist, als Beispiel, dass du zusätzlich zu deiner physischen Ware, die du eh erzeugst, wo du ja auch wahrscheinlich dann ein gewisser Vorreiter bist oder auf jeden Fall Berechtigung hast, die zu erzeugen, dass du da auch weitere Produkte, du erzeugst so viel Wissen während deines Verarbeitungsprozesses, warum daraus nicht auch nochmal ein zweites Standbein aufbauen? Weitere Services anbieten, weitere Inhalte anbieten, weitere Daten anbieten, was auch immer. Das ist ja ein vielseitiges Feld, wo es auch individuell bei jedem Kunden anders aussieht, aber ich glaube, das braucht man auch einfach, damit du mehrere Einnahmequellen hast. Und viele haben es ja auch verstanden. Das stimmt. Also das fand ich auch klasse dieses Jahr, dass, dass in unserem Umfeld die Sensibilität auf einmal da war, zu sehen, okay, wir müssen in die Richtung auch denken und da mal gemeinsam überlegen, in so ein Brainstorming reinzugehen, solche Konzepte zu arbeiten mit allen Beteiligten. Also das fand ich super. Ne? Nicht nur die Geschäftsleitung war dabei, der Vertrieb war dabei, Mitarbeiter aus der Produktion, das hatten wir auch bei anderen. Und dann in so eine Ideenfindung zu gehen und zu sehen, was kann man denn tatsächlich aus den Daten, Unternehmensdaten oder aus den Beispielen, Klassiker, ne, aus den Produktionsdaten ausmachen und dann kommen wirklich neue Geschäftsmodelle raus, wie eine White-Label-Lösung, wo eine Software auf eine Anlage mitverkauft wird, wo zusätzliche Einnahmen generiert werden im Rahmen des After-Sales oder ich verkaufe meine Daten, weil ich einfach Zusatzinformationen habe, zum Beispiel über meine Liegenschaften, die andere nicht haben und kann einen Benchmark aufmachen und biete diese Daten an und verkaufe sie einfach. Und da gibt es ja auch Marktplätze, wo diese Daten abgelegt werden können, wo andere die dann für Monatsabo dann einkaufen können. Snowflake hat ja jetzt auch den Marketplace realisiert, gibt's ja auch schon ein bisschen länger. Und das sind wichtige Themen, wo auch Daten einfach geteilt werden können, ne? über Branchen hinweg. Das finde ich auch sehr, sehr spannend. Ja, das denke ich, genau. Und da sehe ich auch so, der Trend wird weiter fortgesetzt. Ja. Ziemlich sicher. Dann hätte ich noch 2 und dann wären wir auch damit erstmal durch, weil es ist ja sehr, sehr umfangreich, die Themen. Also eins ist, durch das Gespräch auch mit Thomas Balkan, was ich geführt habe, nicht nur bei dem Podcast, sondern wir sind ja sehr, sehr stark im Austausch. Der ist auch in einem Ausschuss drin. Und das Thema Nachhaltigkeit, ESG, wird nächstes Jahr, glaube ich, Fahrt aufnehmen. Also einmal, weil es halt auch gesetzlich gefordert wird von der EU. Aber das hat mich nochmal zum Nachdenken angeregt. Die Unternehmen werden ja Schwierigkeiten haben, diese Daten zusammenzuführen. Damit meine ich jetzt nicht irgendeine CO2-Kennzahl zu berechnen, sondern du wirst ja ganz, ganz viele Datenbereiche, Aspekte berücksichtigen müssen, um dahin zu kommen. Und da müssen die Unternehmen sich wirklich Gedanken machen, ihren Wirtschaftsprüfern diese Informationen zu liefern und nicht über ein manuelles Tool, wo Eingaben gemacht haben, wie die Fahrtkosten gerade gewesen sind oder per Excel, sondern sich da zu überlegen, welche Plattform habe ich. Und dann macht es meiner Meinung nach keinen Sinn, wieder isoliert zu setzen, sondern du wirst da wieder kaufmännische Daten haben, du wirst aber auch technische Informationen haben. Und das wäre auch das zweite Thema, also Trend für 2001, eine Plattform im Unternehmen oder im Hause zu haben, die mehr kann, als nur einen der Datenbereiche abzubilden. Ne? Ob kaufmännisch, du musst wirklich so flexibel sein, dass du da alles machen kannst. Ja, da gibt es nicht viel zu sagen. Also ESG sowieso, gesetzlich getrieben. Da wird sich keiner, also irgendwie wenigen vor verstecken können. Also ganz klar, da muss man jetzt durch. Dann habe ich noch als letztes, finde ich einen gefährlichen Trend, die Berichtswerkzeuge. Also man sieht ja schon, dass sich so der Schwerpunkt momentan auf Microsoft Power BI so bewegt. Das heißt, merken wir auch, viele migrieren ja tatsächlich von ganz bekannten dahin. Aber was ich einfach feststelle, dass da sehr viel Know-how und sehr viel Komplexität innerhalb diesen Berichten aufgebaut wird, weil es natürlich sehr einfach ist, ne? Also so zu starten. Und da, glaube ich, kommt man wieder hin wie vor ein paar Jahren. Das heißt, ich habe meine Excel-Wüste, meine Access-Wüste, baue da alles rein und dann wenn man mit den Leuten spricht, die sehen das tatsächlich gar nicht so kritisch, sondern die sagen sich, ja, das ist auch eine Art Self-Service, wir können da alles machen, aber ich finde, da geht so ein bisschen diese zentrale Datenhaltung verloren. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ja, also das ist, also bei Power BI wird es gerade sehr transparent, aber im Endeffekt ist es ja bei jedem Tool bisher so gewesen. Wenn du die Leute hast, die sagen, hey, ich gehe sofort auf meine, im schlimmsten Fall auf die operativen Quellen, weil ich habe hier doch einen Connector, ich habe da auch die Zugangsdaten, dann gehe ich doch direkt darauf, hole mir die Daten rein und baue mir was Schönes zusammen. Ja, kann man so machen, das ist, denke ich mal, aber nur die zweitbeste Lösung,
Weil einmal A liegt sich das Know-how dann bei der Person, also ganz viele Kopfmonopole, weil dokumentiert wird ja sowieso nichts. Das ist ja einfach eh der Trend. Es geht ja, hält ja nur auf, man kann ja ganz agil jetzt damit arbeiten. Und das ist für die Person richtig, fürs Unternehmen brandgefährlich. Das haben wir jetzt ja auch beim Kunden, dass dann die Person einfach das Unternehmen verlässt nach Jahren und jetzt da ein richtig komplexes Tool und eine richtig komplexe Landschaft entstanden ist mit den Berichtswerkzeugen, wo jetzt die Nachfolger, sag ich mal, echt Probleme haben, das zu durchdringen. Und das, da muss die ganze Logik raus aus dem Berichtswerkzeug. Die muss konsolidiert werden, weil das haben wir ja auch eine Podcast-Folge noch ein Video zu. Das ist ja Wahnsinn. Wenn du das nicht zentral hast, dann hast du 4 Berichte, 5 verschiedene Wahrheiten und geht nicht. Also ich habe jetzt auch mit einem Kollegen nochmal gesprochen vor kurzem, der auch in größeren Projekten ist. Ja, da geht's auch, ne? Einfach ein Data Lake zur Verfügung gestellt und gesagt, hier bitte connectet euch, holt euch alles raus, das liegt bei euch im Fachbereich. Ja, und da kommen ganz wilde Sachen raus. Also es kommt immer ein Ergebnis raus, das ist ja schöne, aber ob es richtig ist oder ob es man überhaupt noch beurteilen kann, was da rauskommt, ja, das ist sehr fragwürdig. Und deswegen glaube ich, ist das tatsächlich auch ein gefährlicher Trend. Und man muss sich einfach bewusst sein, vielleicht ist der Initialaufwand ein bisschen höher, wenn ich dann einmal sage, ich will es konsolidieren, aber die Qualität dadurch steigt immens. Also das ist, glaube ich, auf jeden Fall wichtig. Und es muss ja nicht mal so lange dauern. Wenn du es gut aufsetzt, fängst du klein an für deinen Use Case, erweiterst den Use Case und kannst trotzdem damit auswerten. Und der Person selber, die das Power BI benutzt, die sind ja auch nicht dann gehemmt. Also die haben jetzt dann eine Datenquelle von mir aus, anstatt 10, und können ja trotzdem die ganze Komplexität immer noch im Bericht, also ihre eigene Vorstellung, wie sie es gerne abbilden wollen, immer noch im Bericht darstellen. Also von daher, weiß nicht, sehe ich es auch gefährlich, wenn man da einfach sofort auf die Quellen geht. Aber das ist definitiv ein Trend, ne? Und ich bin, was hältst du denn davon, wenn wir das mal so als Videoreihe machen, dass wir mal uns die Power BI Videos mal anschauen und das mal kommentieren, dokumentieren, weil das ist, glaube ich, nochmal wichtig zu verstehen, mal zumindest eine andere Sichtweise zu bekommen. Das heißt ja nicht, dass wir das jetzt komplett kritisieren, sondern einfach mal zu sagen, guck doch mal da genauer drauf und bewertet das mal, weil ich glaube, das kommt zu kurz, das ist zu einsichtig und ich finde, eine zweite Meinung würde da, glaube ich, ganz gut tun. Das können wir gerne mal machen, ja. Ja, dann wären wir eigentlich schon durch mit den Trends 2023 aus unserer Sicht. Ihr könnt ja gerne mal in den Kommentaren oder uns auch mal auf dem Weg mitgeben, was ihr für nächstes Jahr seht in 2023 oder was euch wichtig ist. Dann können wir da vielleicht auch nochmal drauf eingehen. Jetzt würde ich gerne mal dazu kommen und jetzt veröffentlichen wir wirklich ganz, ganz neue Insights, die noch gar nicht offen sind, noch nicht mal auf unserer Website oder großartig kommuniziert. Nur einige unserer Kunden wissen das schon, weil sie die Produkte auch schon nutzen. Was gibt es denn bei uns Neues, Michael, auch in 2023? Was haben wir vor? Also in 2023 werden wir definitiv die digitalen Produkte weiter vorantreiben. Da haben wir im letzten Video schon kurz mal genannt, dass wir jetzt die Academy haben, also Bimano Academy, wo wir digitale Produkte anbieten. Das geht halt von digitalen Training für Power BI, aber wo er dann auch unterstützt wird, wo man wöchentlich sich mit den Experten dann wieder austauschen kann, wo man sich mit anderen Kunden austauschen kann, eine Community bilden kann. Also man ist da nicht allein gelassen, hat nur ein Training, sondern dass man wirklich dann auch die Community-Gedanken schafft und auch einfach auf Augenhöhe sich mit anderen austauschen kann. Das ist das. Aber auch, wir haben ja ganz viele Datenstrategie-Workshops durchgeführt dieses Jahr. Das können wir digitalisieren, damit wir noch mehr beim Kunden sind, er noch besseren Zugang zu den Arbeitsmaterialien hat und. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall etwas, was nächstes Jahr uns auf jeden Fall, was uns begleiten wird. Wir werden es weiterbauen, also wir bauen und bauen und bauen, wir werden es weiter veröffentlichen und der Kunde wird einfach auf jeden Fall einen riesen Mehrwert davon haben und auch digital noch mehr Inhalte konsumieren können. Ja, das Schöne fand ich, dass wir diese Produkte ja aufgebaut haben, weil das Feedback ja kam aus dem Kundenkreis, die zum einen gesagt haben, wir würden gerne zum Beispiel wissen, wie andere Kunden bei euch, zum Beispiel mit eurer Plattform, was machen die dann? Was sind Best-Practice-Ansätze? Und das finde ich ganz schön, dass wir da so eine Community aufbauen, wo andere dann im Austausch sind. Und halt diesen wöchentlichen Austausch, dass man, wenn man Schwierigkeiten hat in den bestimmten Themen, wie baue ich jetzt ein Datenmodell auf oder wie baue ich jetzt meinen Bericht auf? Also Power BI-Schulung machen andere auch. Das ist kein Kunstwerk, aber wir wollen halt die Kunden dazu bewegen, eigenständig mit diesen Tools zu arbeiten und zwar auch richtig zu arbeiten, damit sie auch auf weniger Berater zugreifen müssen. Also klar, wenn sie diese Kapazitätsengpässe haben, dann müssen sie es, aber Ziel ist, wir wollen jeden in die Lage versetzen, mit den Daten entsprechend zu arbeiten, auf Basis Berichte, aber wir bauen vorne und hinten noch was dran, sondern im ersten Schritt geht es auch darum, das Ganze zu hinterfragen, warum brauche ich den Bericht?
wieso muss der denn zur Verfügung gestellt werden? Was sagen die Kennzahlen aus? Dass man einen Kennzahlenkatalog auch mitdefiniert. Und das Letzte ist, wenn ich den Bericht habe oder das sogenannte Dashboard, mal zu überlegen, was mache ich denn jetzt daraus? Also das ist immer der letzte Schritt, der immer fehlt, dass die Ideen fehlen, also das sogenannte Data Storytelling. Also das ist zum Beispiel ein Modul, was wir schon fertig haben, wo die Kunden jetzt reingekommen sind, und das werden wir natürlich noch weiter ausbauen. Dann werden wir ein Modul... Ganzheitlicher Ansatz, nicht nur toolgestützt, sondern wirklich komplett Analytics. Das genau. Da, ja. Ne, dass man da den Schwerpunkt... Aber ein Ansatz wird auch sein, wir erleben das immer wieder, dann hat die Geschäftsführung das erkannt, dass sie eine Datenstrategie einführen muss und vielleicht auch die erste Prototypen bauen. Aber wie geht sie denn jetzt vor? Dass wir genau sagen, make or buy, also was kann ich selber erbringen, was muss ich vielleicht extern einkaufen, auch bezüglich der Softwareauswahl? Wie baue ich die Teams auf? Welche Rollen sind erforderlich? Kann ich mich aus dem Innen heraus entwickeln? Habe ich ein sogenanntes Data Mindset? Was für Anwendungsfälle gibt es eigentlich? Digitale Geschäftsmodelle. Das wird auch ein neues Modul werden, was wir jetzt sukzessive aufbauen. Das ist dann für die Anfänger, weil wir haben so eine Art Reifegrad entwickelt von Stufe 1 bis 5. Und 5 ist wirklich der Status, wenn ich wirklich auf Basis der Daten meinen Wettbewerbsvorteil gesichert habe und auch neue digitale Produkte entwickelt. Aber diesen Weg dorthin, da begleiten wir wirklich die Kunden von einem Schritt zum nächsten. Und wenn jemand am Anfang steht, der braucht halt eine andere Hilfestellung als jemand, der schon ziemlich weit ist und eigentlich nur noch vielleicht schon in diese Folgethemen Machine Learning und Co. rein will. Also das gibt, glaube ich, ein ganz, ganz rundes Bild. Auch das Thema Anforderungsmanagement ist ja auch so ein Thema. Wie näher ich mich jetzt einem Anwendungsfall? Also wie kann ich die Anforderungen erheben, dass wir machen den Job ja schon seit über 15 Jahren mit dem Team gemeinsam, ist ja eigentlich immer sehr immer gleich. Da haben wir ja Standards entwickelt. Wie geht man vor? Wie nimmt man Anforderungen auf? Funktional, nicht funktional? Bewertet die nach einem Risikofaktor auch? Wie wichtig, also das dann auch einzugruppieren in der Priorität? Das sind ja alles Sachen, die sind wichtig, um dann wirklich auch zu entscheiden, macht man es jetzt, mit welchem Budget, also eine Aufwandschätzung dahinter zu legen. Und das Schöne ist, das kann der Kunde eigenständig mit uns gemeinsam erarbeiten, und wir sind quasi der Coach. Wir sind halt der BI-Coach, und dadurch schaffen wir natürlich eine hohe Akzeptanz. Ja, also das, glaube ich, wird nächstes Jahr tatsächlich eine coole Sache werden. Freue ich mich auch drauf, das immer weiterzuentwickeln. Genau, das wäre, was gibt es sonst noch produktseitig? Gut, dann haben wir natürlich noch die normale Weiterentwicklung. Ich meine, unsere Software wird weiterentwickelt. Facelift steht nächstes Jahr tatsächlich auch nochmal an. Also die Usability steht auf jeden Fall im Vordergrund. Da kann man sich ja auch jedes Jahr weiterentwickeln. Und das werden wir dieses Jahr auch oder nächstes Jahr auch wieder machen. Also Funktionsumfang und vor allem auch Usability steht da ganz klar im Fokus. Ja, das ist auch das Schöne, dass wir uns das nicht überlegen, sondern wir kriegen aus dem Kundenkreis, die Software jetzt benutzen, in der Regel sind das ja die BI-Experten, die unsere Software da nutzen, um ihre Data Warehouse-Systeme aufzubauen. Da sind wir sehr, sehr offen und nehmen das Feedback auf, und die neuen Funktionalitäten kommen nach und nach auch mit rein in die Plattform. Da sind wir auch wöchentlich in Kontakt mit den Usern, und von daher haben wir dann ja eine gute Pipeline, die jetzt immer aufgebaut wurde, und aber das ist natürlich auch richtig schön, ne? Also wenn du dann wirklich vom Kunden sofort die Rückmeldung bekommst, pass auf, das möchte ich haben, kurz später hat er es, und dann sind ja auch einfach alle, also es ist ja wirklich eine Win-Win-Situation, und darauf freue ich mich auch nächstes Jahr, dass wir da noch tiefer reingehen und den Fokus auflegen. Und das ist auch ziemlich cool, ne? Wenn man mal schaut, wir sind jetzt fast 7 Jahre dabei im März nächsten Jahr, und auf einmal ist man klassisch als Beratungs ausgestartet. Auf einmal haben wir eine Software, die jetzt schon bei sehr, sehr großen Unternehmen erfolgreich eingesetzt ist und alle zufrieden sind, und wir können das Ganze gemeinsam vorantreiben und den Kunden dann auch bei diesen Aspekten helfen, ne? Das finde ich echt klasse, dass wir so das Schnellboot in vielen Dingen sind. Ja, genau. Also das, glaube ich, wird technisch, also softwareseitig, produktseitig der Fokus sein. Und gut, du hast es ja angedeutet, sonst im Unternehmen ist natürlich ganz klar, der Wachstum, Mitarbeitergewinnung wird da auch, wenn wir nochmal fokussiert, angehen. Ja, also was mir noch wichtig ist, dann spricht man so ein bisschen die Ziele ab. Wir werden auch wieder gucken, dass wir mit Veranstaltungen arbeiten, aber diesmal wollen wir unsere eigene Veranstaltung wieder ins Leben rufen. Wir hatten ja damals diese Rock Your Data Veranstaltung vor Corona. Das würden wir gerne als Data Summit veranstalten, und da habe ich schon schöne Ideen. Wir haben ein neues, zum Beispiel unsere Pegelbar, eine sehr, sehr schöne Location, dass wir die im Sommer
für uns buchen. Wir laden auch Experten ein, dass wir wirklich Content vermitteln. Das soll aber keine Präsentationscharakter werden, sondern eher so eine Art Podiumdiskussion. Ich könnte mir vorstellen, mit dir einen Live-Podcast vor allen Leuten zu machen. Das ist auch vielleicht auch mal was ganz Neues. Ich glaube, vom weiß ich noch gar nichts. Aber das wäre ja nicht das erste Mal. Anschließend wird dann halt miteinander gefeiert und ausgetauscht und genetzwerkt. Und das, glaube ich, ist nochmal eine ganz schöne Geschichte, was wir auch im Rahmen der Bimano Akademie mit anbieten, dass dann die Kunden zusammenkommen, ein Austausch stattfindet, dass wir da auch Experten einladen, die sich mit ganz, ganz wichtigen Themen beschäftigen, die uns auch die nächsten Jahre begleiten. Und das, glaube ich, wird auch nochmal eine ganz, ganz schöne Sache werden. Ja, darauf freue ich mich auch, stimmt. Da einfach nochmal mehr in den Austausch zu gehen. Ja, es sind doch drei gute Themen, die wir nächstes Jahr vor der Brust haben. Ja, dann wären wir, glaube ich, durch. Ne? Ihr werdet von allen Punkten sicherlich nach und nach hören. Das Ganze wird jetzt auf den Weg gebracht. Intern ist schon einiges fertig, aber das Ganze muss natürlich nach außen gebracht werden. Und wir werden hier auch immer berichten, können ja auch uns über den Fortschritt mal sprechen einfach. Das sollten wir vielleicht machen. Vielleicht kann man auch die Community so ein bisschen mitnehmen und sagen, wo wir gerade stehen, mal uns mal was zeigen, damit man mal ein Gefühl hat, an was wir gerade arbeiten. Und dann können wir jetzt, glaube ich, in den verdienten Weihnachtsurlaub gehen. Ne? Welch wahres Wort, ja. Super Abschluss. Nee, können wir gerne machen. Genau. Gehen wir erstmal kurz die Akkus auftanken und dann nächstes Jahr wieder durchstarten. Akkus auftanken. Das ist ein gutes Stichwort. Aber schneller als bei dir. Das stimmt. Okay, dann wären wir durch. Wir wünschen euch noch ein schönes Weihnachtsfest. Genießt die Festtage. Kommt gut ins neue Jahr. Alles Gute. Genau. Und lieben Dank, dass ihr immer dabei seid. Unser Podcast ist ja wirklich dieses Jahr mega gewachsen. Das macht Spaß. Und da nochmal ein dickes Dankeschön an euch. Und dann hören wir uns bei der nächsten Folge. Alles klar. Macht's gut und bis dahin. Ciao. Ciao, ciao. Jetzt schnell noch abspeichern und dann direkt mehr Wissensschätze finden. Gemeinsam mit den Datenexperten Sven Göllner und Michael Jungschläger in der nächsten Folge von Wertgeschätzt, der Podcast. Warum Datenstrategie den Unternehmenserfolg steigert. Mit einem Klick abonnieren und keine Folge mehr verpassen.